Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Ich bin am Start und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um den AC-Tech Designed for Life, den Sundock 400, den Wireless Portable Speaker. Ja, der hat gleichzeitig die Funktion, dass er Musik abspielen kann und natürlich auch einen Handyständer bietet. Das Ganze kam zur EM in der Sonderversion, Edition raus. Und ja, EM ist ja nun vorbei, ein bisschen später, aber wenn man den ein oder anderen Fußballfreund hat, der findet das Ganze bestimmt auch danach noch ziemlich cool. Was gibt es denn hier so? Einmal den 2-in-1 Bluetooth-Speaker and Phone-Stand. Dann haben wir natürlich eine aufladbare Batterie, 360 Grad Sound, weil die Abstrahlung der Lautstärke nach oben erfolgt. So, vom Boden halt weg. So, dann haben wir hier ein AUX-Kabel, was gleich mit drin ist. Und wir haben 10 Stunden Batteriespielzeit, das Ganze über Bluetooth oder über den AUX. Import und dann hätten wir das Ganze geklärt. Wie sieht das Ganze aus? So sieht es erstmal von außen aus. So sieht es von hinten nochmal aus. Und an sich gucken wir uns das Gerät jetzt mal an, indem wir hier dieses kleine Teil mal anschauen. Ich habe es schon mal getestet, so lautstärkemäßig, weil ich mal hören wollte, wie er klingt. Und er klingt wirklich gut. Und er kommt super verpackt daher. Da kann man an sich gar nicht meckern. Guck mal hier, überall gepolstert. So. Das Ganze heraus. Moment, mal ganz kurz gucken hier. So, ich muss ja bloß mal rausheben. Ja, also so eine gute Verpackung hier kann man an sich nicht meckern. Dann hier unten rausziehen, hat man noch die verschiedensten Sachen und zwar das Micro-USB-Kabel und gleichzeitig nochmal dann das AUX-In-Kabel. Jetzt muss man ganz kurz gucken, was wir hier so für Möglichkeiten haben bei diesem Kabel hier. Also AUX-In, ist ja ganz klar. Das Ganze wird dann einfach nur in den MP3-Player, CD-Player oder sonst wo mit AUX-Kabel reingesteckt und wandert dann hier in die AUX-In-Buchse. Und somit kann man dann ideal natürlich die Musik übertragen. Das hier oben dreht sich nicht weiter, aber jetzt hat sich der Lautsprecher schon angestellt. Oder? Sprich mal mit mir, ich weiß es jetzt nicht genau. Wir haben hier die Stereo-Lautsprecher und einen passiven Subwoofer, der hier unten ist. Den kann man nicht erkennen, doch. Naja, man kann ihn nicht erkennen. Also ich erkenne ihn, aber ihr erkennt ihn auf der Kamera auf jeden Fall nicht, so wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall, das ist hier auch nochmal ein Lautsprecher, der anscheinend passiv als Subwoofer dient. Dementsprechend gut ist der Klang auch. Ansonsten haben wir hier eine 1000 mAh Batterie drin, was jetzt nicht sonderlich groß klingt, aber angeblich verbraucht ja der Lautsprecher nur so 100 mAh pro Stunde. Und was noch lustig ist, hier kann man das Ganze auf- und zuklappen. Wozu das allerdings dienen soll, das kann ich jetzt gerade noch nicht so sagen. Ich habe es beim ersten Mal bloß so gesehen. Ich dachte erst, es kommt eine LED-Beleuchtung hier noch raus, aber nein, ist nicht der Fall. Hier kann man anscheinend auch was reinstellen, weiß nicht, Süßigkeiten oder so. Und wenn man den aber so hat, sieht das Ganze halt abgerundet aus wie ein Fußball. Ist zwar nicht komplett weiß und es gibt auch keinen Aufsatz so dafür. Also den habe ich jetzt hier nicht dabei. Eigentlich ist er auch nicht dabei, weil ja das Ganze so aussieht. Er sieht ja auch so aus wie auf dem Bild, aber wozu kann man das rausdrehen? Das ist mir noch nicht, wenn man hier so einen weißen Fußball dann hätte, der geschlossen wäre. Ja gut. Aber das ist ja nicht der Fall. Ach doch, hier steht's. Ach, da kann man das Netzteil reintun. Dafür ist es gedacht. Das ist ja auch witzig. Wobei wir hier nur das Kabel mitgeliefert kriegen und nicht den Stecker. Also ich weiß nicht, ob das denn dazu ist. Ich habe ihn jedenfalls nicht hier irgendwo dabei. Also kann man das Ganze hier reintun. Gut, dann ist das halt das Ablagefach für, naja, muss man halt ein bisschen drücken und knicken, dann geht das schon. So, wenn wir das Ganze jetzt aber anschauen, wollen wir natürlich sehen, wie das connected und wie schnell das Ganze geht. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze erstmal an. So. Gucken wir mal. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, den Phone Stand da zu benutzen. Und dann kann man damit halt so bequem das Telefon stehend betrachten, beziehungsweise den Film, der da drauf ist. So, und jetzt machen wir dann einfach mal an. Ich weiß jetzt nicht, gedrückt halten. Ach doch, länger. Dann fängt er an, im Pairing-Modus zu blinken. Oh, wir gehen wieder auf Bluetooth. Wir gehen auf Suchen. Weil Gerät erstmal gefunden werden muss. Hallo? Aktualisiere dich doch mal. Mach doch mal. So, da ist er dann auch schon. Pairing läuft unkompliziert. Das ist Android Lollipop hier. 5.1, glaube ich. Ging relativ fix. So, da sind wir dann auch schon direkt verbunden.
Und wenn wir jetzt hier rüber gucken, ach, ich habe hier gar keine YouTube-App, fällt mir gerade mal so auf. Na gut, dann gehen wir halt direkt mal so auf YouTube. So, öffnen wir mal und dann gehen wir mal auf No Copyright Sounds. Die Steuerung erfolgt natürlich auch gleichzeitig hier wieder über den Lautsprecher. Titel-Skip-Funktion, vorwärts, vorwärts, rückwärts. Play, Pause, glaube ich, müsste ja dann hier gehen. Werden es gleich sehen. Aber das funktioniert natürlich nur in der YouTube-App, die ich natürlich gerade mal nicht installiert habe hier auf dem Telefon noch nicht. So, dann schauen wir noch mal rein. Ja, Chrome ist aktuell. Ich möchte es jetzt trotzdem noch nicht. Wir gucken mal rein, was uns hier dieses Lied bietet. This Man oder Des Mion Undown. Auf jeden Fall ein sehr ohrenerfüllender Klang, wie ich schon finde, wenn er gleich von Anfang an mitspielt. Also man hört den passiven Subwoofer schon raus. Ich finde, er hat wirklich gute Töne, mittel bis hoch. Auch der Bass ist ganz gut. Nicht extrem kräftig, aber es reicht. Ja, man hört auf den passiven Subwoofer hier unten. Ich finde. Ich finde, er hat einen guten Klang. Doch, das muss man an sich schon sagen. Achso. Doch, läuft im Hintergrund weiter. Wollte ich gerade sagen. Chrome hat man den Vorteil, wenn man Chrome schließt. Läuft auch jede App im Hintergrund weiter. Also YouTube in dem Moment könnt ihr dann den Hintergrund hören. Audio-Wiedergabe, um zurückzukehren. Ja, geil. Kann man nicht meckern. Die Übertragung von Bluetooth habe ich jetzt eigentlich bis auf 3-4 Metern erstmal im Raum getestet. Reicht da auch vollkommen aus. Und das ist jetzt welche Lautstärke? Gucken wir mal ganz kurz drauf. Es geht auch noch höher. Also wie man hören kann, der kann gut Lautstärke bringen. Finde ich persönlich eine ziemlich geile Sache. Und deswegen wollen wir mal ganz kurz hier nochmal auf Elektronik nochmal weiter gucken. Gucken wir mal. Einmal hier reinhören, also bassmäßig vollkommen in der Arena, wo es vollkommen sich gut anhört. Ja, man hört es, also man muss nicht ultra laut machen, sonst übersteuert das Ganze. Das Schöne daran ist noch, nee, doch, das geht tatsächlich. Guck mal, das finde ich ja witzig. Das finde ich ja lustig. Man in the Mirror. Ach so, nee, er greift mir dann auf den MP3-Player zu, weil ja die App das nicht schluckt, sondern es geht dann nur. Na gut, aber trotz alledem, gedrückt halten. So an sich wirklich, der 360-Grad-Sound ist deutlich spürbar vernehmbar, finde ich, weil die Soundwellen wirklich so weggehen. Na gut, 360 Grad vielleicht nicht ganz nach hinten und vorne geht ja nicht, weil da fehlt ja was vom Lautsprecher. Aber es geht auf jeden Fall hier so und da so in die Richtung weg. Ja, kann man auf jeden Fall mal sich gönnen. Dann wollen wir mal ganz kurz schauen, was der so für Specs hat. Bisschen leiser. Ja, also leise und laut kann er beides. Das finde ich sehr gut. Schauen wir mal. User Guide. Ich hatte ja eben schon Deutsch gehabt. Benutzerhandbuch, da ist es doch. Kristallklarer Sound, also das kann ich definitiv an der Stelle so unterstreichen, weil der Sound wirklich gut ist und wirklich klar. Das geht richtig gut ins Ohr rein. Es gibt ja dumpfe und so hell, also Hochtöner, Lautsprecher, das mag ich ja dann gar nicht so. Und der ist ganz gut so. Also da kann man nicht meckern. Bis zu 10 Stunden, je nach Lautstärke natürlich, sonst schafft er natürlich weniger. Ach, hier steht es ja, siehst du? Die Box sollte enthalten USB-Kabel, Audiokabel und Lautsprecher, also kein Netzteil dazu. Dann nehmt ihr einfach euer normales Netzteil vom Smartphone oder Tablet, USB-Anschluss dran und rucki-zucki geht das Ding los. Was haben wir denn noch? Der Telefonsocker. Ja gut, das können wir ja hier. Können wir ja dafür an der Stelle nutzen. Ist wirklich eine praktische Sache, wenn man sich Filme anguckt, dann geht das gut. Bringt ja hier nichts soundmäßig, ob man den so oder so hat.
Das ist relativ egal. Hier ist auch so eine gummierte Fläche, wo das Smartphone nicht wegrutschen kann. Auch hier unten am Standfuß. Hier habe ich ja zum Beispiel abgerundete Ecken. Da ist das Ganze überhaupt gar nicht weiter wild. Fast alle Größen, also auch ich denke mal 5,5 Zoll, das ist 5 Zoll, 5,5 Zoll locker und 7 Zoll Tablets müssten auch draufstehen. Eigentlich gar kein Problem an der Stelle. So, AC-Tag per Bluetooth connecten. Wenn man zum neuen Telefon connecten will und der die Connection hier schon sucht, ich glaube, muss man nur länger draufhalten, aber ansonsten ist der von alleine immer im Pairing-Modus. Das ist schon mal vollkommen ausreichend. So, was haben wir hier noch? Der Wandler. 2x4 Watt, also 8 Watt insgesamt, hat allerdings nur 150 Hertz bis 20 Kilohertz. Also er kommt natürlich nicht tiefbassähnlich ran, das habe ich auch nie gesagt, das ist ja ganz klar der Fall. Er hat halt einen passiven Subwoofer, damit es sich glasklar anhört und damit halt die Mitten und etwas die Tiefen auch angestrebt werden. Es reicht. Es ist kein mobiler Subwoofer, wie ich jetzt hier die Premium-Boxen mit 20 Watt schon vorgestellt habe. Die haben natürlich dementsprechend auch einen guten Tiefbass für die Leistung und das ist okay. So, was haben wir denn noch? 3 Stunden Ladezeit. Und das war's eigentlich schon. Ja, im Endeffekt stellt ihr den eigentlich nur drauf wieder aus, indem man dann hier länger drauf drückt. Dann kommt der Ton, piep, 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 gute Nacht. Trotzdem leuchten die Tasten schon ab und zu vorher, wenn du hier drauf drückst. Wozu das so ist, das kann ich auch noch nicht so richtig sagen. Ja, ist auf jeden Fall trotzdem eine lustige Sache. Und wer sich das Ganze mal angucken möchte oder, ja, oder kann oder gut findet, weil es ja so eine Art Fußballform ist, dem verlinke ich das natürlich mal unten in der Beschreibung, weil viele Leute fragen mich irgendwie komischerweise per Privatnachricht oder in den Kommentaren, wo gibt es denn das? Frage ich mich, guckt ihr nicht in die Beschreibung rein, dass da alles verlinkt? Kann man auch darüber alles dann mal anschauen. So, das soll es dazu gewesen sein und wir sehen uns wieder bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dann, auf Wiedersehen.